Nun kommen wir zu den Rednern im Namen der Fraktionen. Für die EVP hat Frau Köstinger das Wort. 3 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzter Herr Kommissar, wir debattieren heute über ein wichtiges Abkommen, welches als ein Hauptbestandteil der europäischen Strategie zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Forstsektors angesehen werden kann. Die freiwilligen Partnerschaftsabkommen der EU mit Drittstaaten im Handel mit Holz sind mehrfach von Bedeutung. Erstens stellen sie einen legalen Holzschlag und eine legale Holzverarbeitung in jenen Drittstaaten sicher, mit denen solche Abkommen geschlossen werden. Zweitens wird so ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen im Speziellen und der Umwelt im Allgemeinen anvisiert und vor allem sichergestellt. Und drittens herrscht mit dem FLECT-Abkommen eine effektivere Kongruenz der Holzimporte in die EU mit der seit 2013 in Kraft befindlichen EU-Holzverordnung. So gilt es, FLECT-Abkommen nicht als eigenständige Abkommen zu begreifen, sondern als Teil des Kampfes der Europäischen Union, illegalen Holzeinschlag und vor allem die enormen negativen Folgen daraus zu bekämpfen. Weltweit wird alle 2 Sekunden eine Waldfläche in der Größe eines Fußballfeldes illegal gerodet. Daten von illegaler Waldholzung sind schwer zugänglich. Umweltorganisationen schätzen aber, dass in der EU jährlich illegales Holz im Wert von 1,2 Milliarden Euro verkauft wird. Den Holzerzeugerländern entgehen dadurch schätzungsweise jährlich Einnahmen in der Höhe von 10 bis 15 Milliarden Euro, die für die nachhaltige Entwicklung eingesetzt werden könnten. Diese werden mit Abkommen wie jenes zwischen der EU und der Republik Indonesien angegangen. Indonesien hat viele Schritte gesetzt, die weg von illegalem Holzschlag und hin zu einem zertifizierten, legal geschlagenen Holz führen. Wenn man auf die schwierige Ausgangsposition von Indonesien zurückblickt, kann man die Erfolge, die bereits erreicht wurden, ganz klar erkennen. Logischerweise dürfen wir aber nicht dem Fehler unterliegen, die Erfolge Indonesiens mit zweierlei Maß zu messen. Vieles wurde bereits verbessert. Einiges gilt es noch zu verbessern. Die Arbeit Indonesiens an der Nachhaltigkeit im eigenen Forstsektor gilt es als positiv in den Vordergrund zu rücken und gut zu heißen. Es wurden viele Anstrengungen gemacht, die Infrastruktur im Forstbereich und darüber hinaus die Kontrollen und die administrative Abwicklung auszubauen. Ich denke, dass mit der vorliegenden Entschließung die Bedenken des Europäischen Parlaments gut abgedeckt wurden. Wir haben uns dem Zertifizierungssystem gewidmet, welches im Bereich der Effizienz noch verstärkt werden konnte. Wir haben die Interessensgruppen und Stakeholder in dem Text verankert und so die Partizipation der Zivilgesellschaft festgehalten. Wir haben uns auch mit den Auswirkungen auf Umwelt und die indigene Bevölkerung beschäftigt, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, dass sich das freiwillige Partnerschaftsabkommen mit Indonesien der Unterstützung des Europäischen Parlaments sicher sein kann. Ich darf mich bei den beteiligten Personen für die Zusammenarbeit sehr herzlich bedanken. Vielen Dank. Grazie per il gruppo. Vielen Dank. Herr Martin für die S&D-Fraktion, 2 Minuten. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte mich den anderen Kollegen ebenfalls anschließen, die Jannik Jadol für seine ausgezeichnete Arbeit dankt. Nicht nur an diesem Dossier, sondern auch bei anderen ähnlichen Abkommen mit Liberia, Zentralafrika.